Hallo, hallo und herzlich willkommen zum ersten Google Hangout mit Conchita Wurst, der heute stattfindet. Wir haben heute fünf Gewinner, die ihren Spot in diesem Hangout mit Conchita gewonnen haben. Einerseits über Medienpartnerschaften und andererseits über die Social Media Kanäle von Conchita. Der Hangout wird folgendermaßen ablaufen, damit wir so viele Fragen wie möglich beantworten können, also damit Conchita so viele Fragen wie möglich beantworten kann, werden wir diese einfach Reihe umstellen. So kommt jeder gleich oft an die Reihe. Ihr könnt Fragen zum neuen Album stellen, aber auch sonst jede andere Frage, die euch am Herzen liegt. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Da mache ich auch gerne den Anfang. Mein Name ist André Karsay. Ich unterstütze Conchita in dem Kommunikationsteam im Bereich Social Media und darf das heutige Hangout hier moderieren. Sitze in Wien, einen Raum neben Conchita und freue mich auf das Hangout, für das wir bis 11:35 Uhr jetzt ungefähr Zeit haben. Und damit würde ich auch gleich die Vorstellung an Silas weitergeben. Hallo Silas. Hallo, ich bin der Silas und ich bin 17 Jahre alt und komme aus Wien. Ja. Hallo. Johanna haben wir noch bei uns. Ja, hallo, ich bin Johanna, bin 15 Jahre alt und komme aus der Nähe von Berlin. Hallo Johanna. Hallo. Hallo Severin. Hallo, ich bin der Severin, ich bin 15 Jahre alt und das ist meine Schulklasse. Hallo an euch. Natalia haben wir auch bei uns im Chat. Hallo, ich bin die Natalia. Ich bin 31 Jahre alt und komme aus der Nähe von Stuttgart. Hallo Natalia. Und last but not least, Marsped. Hallo, ich bin Marsfeld, ich bin 21 Jahre alt, komme von der Nähe aus Köln und war beim ESC als Volunteer dabei. Hi, Ach, Conchita. hallo. Hi. Hi. Und dann haben wir noch Conchita Wurst bei uns. Ach, oh, das bin ich. Mein Name ist Conchita. Ich komme aus Wien und bin Sängerin und freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Hallo erstmal an die fünf, die jetzt mit mir dieses Google Hangout begehen. Hallo an alle, die live zusehen. Freue mich sehr. Und auch hallo an alle, die dann dieses Video hoffentlich auf dem YouTube-Kanal angucken. Und ja, ich freue mich sehr auf eure Fragen. Ist los, wer beginnt? Johanna. Okay, wie viele Leute haben ungefähr mit dir an deinem Album gearbeitet? Oh, das ist eine schwere Frage, Johanna. Also von denen, die in meiner näheren Umgebung waren, waren es so um die 6. Und insgesamt mit allen Songwritern und den Musikern, die das alles eingespielt haben, schätzungsweise um die 150 bis 200 Menschen. Ja, das ist ziemlich viel. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, ich habe wahnsinnig viel Orchester. Das Und stimmt. das potenziert es natürlich, wenn dann ein ganzer Raum mit einem Orchester gefüllt ist, der zumindest irgendwie um die 80 Leute fasst, dann kommt man da irgendwie schon hoch. Ja. Ja. Masthead. Ja, dein Album ist ja jetzt erschienen, was übrigens sehr, sehr gut geworden ist. Daumen hoch dafür. Dankeschön. Ich wollte einmal fragen, was passiert denn, wenn dir zum Beispiel ein Fan eine Songdemo schickt? Was passiert dann? Den höre ich mir an. Und ich bin da auch sehr, wie soll ich sagen, ich habe für mein Album um die 300 Songs geschickt bekommen aus der ganzen Welt. Und ich habe mir wirklich alle angehört. Aber ich bin da auch sehr, sehr streng. Also bei mir hat ein Song genau eine Chance, weil ich mir denke, dass ich schreibe nicht selbst und dann muss dieses Lied aber schon so nah als möglich an mir dran sein, damit der Schritt, bis es dann wirklich mein Lied wird, nicht mehr allzu groß ist. Und deswegen sage ich das so, wie es ist, ein guter Song ist ein guter Song. Und wenn den ein Fan von mir geschrieben hat, freue ich mich natürlich wahnsinnig. Cool. Silas. Nachdem ich auch singe, habe ich mich und ich weiß, wie es ist, wenn man versucht hochzusingen. Welches Lied ist denn für dich eigentlich am anspruchsvollsten zum Singen, weil es ja eigentlich alles sehr mit einer sehr hohen Stimme gesungen ist? Ich habe mir, also danke, dass du das bemerkt hast. Die Songs sind tatsächlich nicht wahnsinnig einfach. Ich bin aber
immer wahnsinnig motiviert, mich weiterzuentwickeln und dazu zu lernen. Und man muss sich vorstellen, dass es natürlich ein großer Unterschied ist, wenn man so ein Lied im Studio einsingt, da hat man irgendwie bis, weiß ich nicht, wie viele Chancen, bis ich dann eben die richtigen Worte und den richtigen Ton getroffen habe. Aber live ist dann das nochmal was anderes. Das muss man ja eben einmal abliefern. Und deswegen suche ich mir auch ein bisschen diese Songs aus, zum einen, weil sie einfach wunderschön sind und zum anderen, weil ich gefordert bin. Und das macht mir dann einfach auch Spaß zu merken, wie ich immer besser und besser werde. Und deswegen sind alle auf irgendeine Art und Weise ein bisschen tricky. Aber ich glaube, der höchste Ton, den ich da geschrien habe, war bei Where Have All the Good Men Gone. Und das war schon auch im Studio so ein Moment, wo ich den gesungen habe und alle gucken mich an und ich gucke so, und wir alle so, was ist gerade passiert? Und das war schön. Severin. Ja, wegen deinem Album. Warum hast du es nach dir benannt? Also vom Namen, ist der Name. Ja. Hallo Severin und hallo an alle, die da hinter dir sitzen. Sind alle ganz ruhig. warum ich dieses Album nach mir benannt habe? Also ich, soweit ich informiert bin, hat man ja nur die Chance eines Debütalbums genau einmal. Und da dachte ich mir, dass das mein Erstlingswerk meinen Namen tragen muss. Und deswegen war das eigentlich von vornherein relativ klar. Aber ich habe viele Titel für ein Album in meinem Kopf. Okay. Natalia. Hallo Conchita, während du dein Album gemacht hast oder daran gearbeitet hast, was für Prozesse bist du durchlaufen und welche Weiterentwicklung für dich persönlich hast du da gewonnen? Genau, also ich hab dieses Album parallel zu all diesen Dingen, die ich machen durfte letztes Jahr, konzipiert und erarbeitet. Und weil wir auch vorher von diesen Grenzen gesprochen haben, das war definitiv etwas, was mich wahnsinnig motiviert hat und sehr gefreut hat, dass ich mich einfach auch technisch und gesanglich weiterentwickelt habe im Erarbeitungsprozess dieser Songs. Zum anderen fand ich es auch schön, dass man vielleicht mit einer Grundidee ein Album angeht und es dann aber einfach auch passiert und auch passieren darf. Und ich glaube, dass nicht wirklich viele in meinem Team damit gerechnet hätten, dass ich unbedingt irgendwie den orientalischen Touch haben möchte. Aber das ist, keine Ahnung, das liebe ich und das war auch ein bisschen unvorhergesehen und es ist so passiert. Also dieser ganze Prozess an nicht wirklich Regeln zu befolgen, sondern einfach nur zu machen, war ein sehr schöner und neuer. Ja. Mhm. Da gibt es auch eine Frage dazu, die Ibrahim Buluk Giray gestellt hat. Und zwar sagt er, was war das größte Hindernis, das du überwinden musstest, um zu deinem Album es so weit zu bringen, dass es das Meisterwerk ist, das es jetzt geworden ist? Das größte Hindernis, ich im Studio zu singen, ist definitiv nicht mein Lieblingsplatz. Man hat da Kopfhörer auf und hört sich selbst kristallklar, um einfach die Stimme gut kontrollieren zu können und auch Unterschiede zu hören, die dann den Take ausmachen. Und das ist schon immer für mich so ein Moment, wo ich eben eine Zeile singe und sie ist nach dem 16. Mal noch immer nicht so, wie sie sein soll. Und da fange ich dann an zu verzweifeln. Und weil ich wahnsinnig ungeduldig bin mit mir selbst, sind das dann immer die Momente, wo ich dann kurz mal mich umdrehe, in einen schalldichten Raum gehe und losschreie. Johanna, deine nächste Frage. Ja, wie lange hat es ungefähr gedauert, bis ein Lied komplett fertig war? Also mit aufnehmen, mit aussuchen, mit vielleicht verbessern und alles drum und dran. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Es gab Songs, die waren perfekt, so wie sie waren. Und eigentlich gab es zum Beispiel The Other Side of Me, diesen Song hat Eric geschrieben, er kommt aus Schweden. Und seine Stimme ist so wahnsinnig schön, dass wir uns alle in dieses Lied verliebt haben und ich eigentlich dieses Lied gar nicht mehr singen wollte, weil es mit seiner Stimme schon so wunderschön war. Und das war zum Beispiel ein Lied, was sehr schnell
klar war, wie es aufgebaut ist, wie es klingen muss, und das habe ich eingesungen und das war, glaube ich, in einem Tag erledigt. Es gab schon Nummern wie zum Beispiel Out of Body Experience, die hat schon 2-3 Wochen gedauert, weil die hat eben in der Demo-Version komplett anders geklungen und die habe ich vollkommen umgekrempelt und das hat dann mit dem Arrangement, mit dem Einspielen der neuen Instrumente wahnsinnig lang gedauert. Das heißt, es gibt Songs, die sind in einem Tag fertig, andere brauchen irgendwie 3 Wochen. Das ist ganz unterschiedlich. So, okay. Der Einfachheit halber gehen wir vielleicht einfach da in der Runde durch. Ich hoffe, die Bilder sind bei euch in der gleichen Reihenfolge. Maspet. Ach so, nee, bei mir bin ich letzter, aber ist auch okay. Ich auch. Ich hätte jetzt mal eher eine Frage zu deinem YouTube-Kanal. Ja. Und zwar haben wir mit den Volunteers deine alten Schmink-Tutorials angeguckt, die teilweise in doppelter Geschwindigkeit, da haben wir uns sehr amüsiert, also fanden wir sehr cool. Da wollte ich nämlich mal fragen, ob du vorhast, in Zukunft wieder solche Videos zu machen, oder denkst du jetzt eher, ist jetzt nichts mehr für mich? Nein, doch, ich würde es schon noch gern machen, weil mir das viel Spaß gemacht hat. Vor allem finde ich es so wahnsinnig lustig, weil ich habe ganz, ganz viele Drag-Kollegen, die unfassbar tolle Tutorials machen und ich einfach so dilettantisch mit meinen 3 Pinseln mich ein bisschen anmale. Und das finde ich dann immer so amüsant, freut mich natürlich, dass das jemand als professionell bezeichnet, aber ich bin nur gut darin, mein Gesicht anzumalen. Und dabei werde ich es belassen und mich amüsiert das sehr, also es wird sicher wieder Videos in dieser Art und Weise geben. Natalia. Ich habe gerade einen Hangout. Du wolltest, glaube ich, auch wissen, wie Conchita das Showbusiness empfindet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, richtig, aber eigentlich wollte ich erstmal wissen, weil sie hat ja sehr früh angefangen zu singen und ich wollte wissen, wann hast du dein Talent entdeckt oder durch was, weil hattest du Gesangsunterricht oder hast du einfach so gesungen und festgestellt, das klingt super? Oder? Ich habe immer schon gesungen, solange ich denken kann. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich angefangen habe, und ich glaube, dass das das richtige Wort ist. Ich habe angefangen, die Art und Weise, wie zum Beispiel eine Celine Dion singt oder eine Shirley Bassey singt, zu imitieren. Und dann bin ich drauf gekommen, dass meine Stimme eigentlich gar nicht so schlecht ist. Aber das hat irgendwie lange gedauert und ich hatte ganz, ganz lange keinen Gesangsunterricht und nehme auch jetzt eher Coaching-Stunden. Also ich habe keine Ausbildung im klassischen Sinne. Aber ich habe eben Monika Ballwein, mein Vocal Coach, die ich schon seit ganz, ganz vielen Jahren in meinem Team haben darf, die mir hilft, eben meine Stimme zu optimieren. Und ich glaube, dass ich mir viel selbst antrainiert habe, so über die Jahre. Und dass ich das jetzt einfach zur Perfektion treibe. Aber es gab nicht wirklich so einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann singen. Also das so in dem Sinn, glaube ich, nicht. Severin, vielleicht noch eine Frage aus deiner Klasse. Entschuldigung, Natalia. Hast du noch mehr? Nee, ich wollte wissen, welche Musik du privat dann am liebsten hörst, wenn du oder dich inspirieren lässt. Gibt es so Künstler? Ich liebe Lo-Fang. Den kennt man vielleicht, also ich habe ihn damals entdeckt aufgrund der Chanel-Werbung, weil der hat, wie hieß die Nummer, You're the One That I Want, gecovert. Und das war so schön und der hat so ein fantastisches Album, also von dem habe ich mich sehr inspirieren lassen. Und natürlich dann auch noch die Namen, die man sowieso ständig hört, wenn ich danach gefragt werde. Eben Celine und Tina Turner und Cher und wie sie alle heißen. Aber ich weiß nicht, ich mag so wahnsinnig viel. Also die Liste wäre sehr, sehr lang, denke ich. Ich liebe Woodkid. Also diesen dramatischen, orchestralen Aufbau, das habe ich schon auch immer dann mit dem Adjektiv, mach es ein bisschen mehr Woodkid, in Albumproduktion betitelt. Also das ist wirklich viel. Severin, noch eine Frage aus deiner Klasse vielleicht. Ja, genau. Was ist Ihnen, wenn Sie auftreten oder Musik produzieren, was ist Ihnen da wichtiger? Wie Sie die Musik selber oder wie Sie singen oder Ihr Auftreten? Sag bitte du zu mir. Okay. Alles. Also ich kann mich da nicht auf einen Part reduzieren. Ich glaube, das wäre auch gar nicht wirklich möglich, weil man denkt ja sofort in alle Richtungen.
Und auch wenn ein Arrangement fertig ist und ich mir irgendwie welche Wünsche äußere und dann mein Produzent sagt, du weißt aber schon, wenn wir das einen Halbton tiefer machen, musst du eigentlich dann einen Halbton höher singen. Und ich so, oh, vielleicht doch nicht. Und das sind irgendwie so Dinge, die natürlich alle mitspielen und wie könnte man das inszenieren und wie könnte das auf der Bühne aussehen. Also das ist ein Prozess, der irgendwie ganz harmonisch vonstatten geht. Okay. Silas? Also, ich habe meine Fragen eigentlich entwickelt am Anfang, wie ich begonnen habe, erst ein Album zu hören. Doch jetzt im Laufe der Zeit, wo ich dein Album gehört habe, ist es ja so, dass eigentlich alle deine Lieder eine bestimmte Richtung sind und man eigentlich nicht wirklich fragen kann, welches dein Lieblingslied ist, weil das hängt irgendwie immer ab von der Stimmung, habe ich das Gefühl. Ja. Und darum wollte ich dich fragen, welches Lied dir am meisten Spaß macht zu singen. Also wo du dir denkst, da geht mein Herz auf. Also mein Herz geht bei allen auf, da hast du schon recht. Ich glaube, humoristisch oder die Nummer, die am meisten Spaß macht, weil man sie gut interpretieren kann, ist, glaube ich, schon Where Have All the Good Men Gone, weil sie eine Geschichte erzählt und das einfach auf eine sehr, sehr lustige Art und Weise. Und das wäre wohl eine Nummer, die ich sehr theatralisch gestalten werde auf der Bühne. Aber ich mag auch meine Up-Tempo-Songs, also das ist schon nicht wirklich einfach zu beantworten. Wenn es darum geht, ich weiß nicht, ich fange immer an, mein Album zu hören mit Colors of Your Love. Ob das jetzt eine Antwort war, weiß ich nicht. Vielleicht schon. Wir haben da vielleicht eine Frage, die zu deinen Songs, Conchita, passt, von Simone Dreger. Die fragt, wie schaffst du es dir, die ganzen Songtexte zu merken? Und kannst du schon alle in- und auswendig? Es gibt sicher Songs, die mir noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen sind, weil viele eben auch, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, relativ schnell eingesungen wurden. Dann gibt es Songs, die eben mehr Zeit beansprucht haben und insgesamt habe ich mich ja eigentlich ein halbes Jahr, fast ein Jahr mit diesen Liedern auseinandergesetzt. Also ich denke schon, dass ich das Album durchsingen könnte, aber es gibt ungelogen sicher Stellen, wo ich mir denke, Moment, wie geht's jetzt weiter? Aber das ist halb so schlimm, weil das wird genauso für mich nochmal frisch erarbeitet, wie das Setting und das Staging erarbeitet wird und ich denke, das ist für mich ein ganz natürlicher Prozess. Aber prinzipiell weiß ich, was ich singe. Sehr gut. Johanna, hast du noch eine Frage? Ja, aber das hat jetzt nichts mit dem Album zu tun. Mich hat schon immer mal gefragt, ob es irgendwann mal ein Erlebnis gab mit einem Fan, was du vielleicht niemals vergessen könntest, was dich geprägt hat oder irgendwie sowas, was lustig war. Ich werde wirklich jedes Mal ausnahmslos, wenn ich Fans treffe, so unwahrscheinlich beschenkt, dass mich das immer so beschämt und so überwältigt, wie viel Zeit und Kreativität man in meine Person investieren kann. Deswegen ist es da auch schwer, irgendwie jetzt zu sagen, was da. Ich freue mich einfach immer wahnsinnig, wenn ich euch treffen darf. Und vor allem, wenn das dann, zum Beispiel in Australien, war das für mich überwältigend, weil ich war dort noch nie und da gab es tatsächlich Menschen, die meinen Namen kannten. Und das sind schon sehr spezielle Momente, das muss ich schon sagen. Okay. Maspet. Ja, ich habe jetzt auch eine Frage, was jetzt nicht ganz zum Album passt. Und zwar, hast du das Gefühl jetzt nach deinem Sieg, beziehungsweise nach dem Sieg von Österreich, dass Österreich generell toleranter geworden ist? Weil das wird ja nach außen hin jetzt immer so, jetzt nach Deutschland oder wo auch immer, gerne so erzählt, dass Österreich jetzt super tolerant wäre. Oder hast du jetzt das Gefühl, da hat sich nicht wirklich was geändert? Also es hat sich schon was geändert und das ist aber auch nur ganz subjektiv zu beantworten, weil ich das weiß aufgrund der Nachrichten, die ich eben bekomme über meine Social-Media-Kanäle. Von Menschen, die ihre Wahrnehmung geändert haben oder ihre Meinung geändert haben. Prinzipiell tue ich mir immer ein bisschen schwer, die Ignoranz oder die Offenheit auf eine Ländergrenze zu reduzieren. Insofern möchte ich meinen, dass doch das Thema Akzeptanz in den letzten 2 Jahren sehr, sehr präsent war
und ich daran glauben möchte und auch daran glaube, dass sich viele Menschen da auch mal die Mühe gemacht haben, darüber nachzudenken, wie ihr Zugang dazu ist. Und ich glaube, dass ich denke, das ist auch ein Prozess. Also man ändert sich ja nicht so. Und deswegen denke ich, dass jetzt ganz viele einfach mal gerade mit der LGBTI-Community in Kontakt getreten sind, durch die Medien und durch die Presse, und dass sich daraus dann die ein oder andere Geschichte entwickelt und hoffentlich auch eine Geschichte, die mit Respekt gefüllt ist. Ja. Natalia. Ja, jetzt würde ich gerne wissen, wenn du ganz ehrlich bist, wie du das Showbusiness beschreiben würdest. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich liebe es unglaublich. Ich liebe es, auf Bühnen zu stehen, ich liebe es zu singen, ich liebe es, Interviews zu geben. Ich liebe Red Carpets, ich liebe Catwalks, ich liebe diese Welt. Und bin mir aber zu gleichen Teilen bewusst, dass das alles nur ein Märchen ist. Und dass das nicht die tatsächliche Realität widerspiegelt und gerade die ganze Unterhaltungsindustrie, man ehrlicherweise sagen muss, eben keine Notwendigkeit darstellt. Für uns und für unsere Entwicklung schon, aber Grundbedürfnisse deckt Musik nicht. Und ich denke, dass das ist mir einfach immer wahnsinnig bewusst, wie privilegiert ich bin, dass ich damit mit den Dingen, die ich so wahnsinnig liebe, mir so viel Spaß machen, am Ende des Tages mein Leben finanzieren kann. Und das ist wirklich wunderschön und das nehme ich sehr demütig und dankbar an. Und deswegen geht es nicht anders als diese Glitzerwelt einfach zu lieben. Evergreen. Ja, also eine Frage, die mich auch sehr interessieren würde, also, weil du hast ja bei den zwei österreichischen Talentshows Starmania und Große Chance mitgemacht. Welche von den beiden Shows hast du mehr genossen oder was hat dir mehr Spaß gemacht oder wo du dich mehr offenbaren konntest sozusagen? Also ich glaube, ein unglaublich wichtiger Meilenstein in meiner Geschichte war definitiv Starmania, weil ich damals 17 war und keine Ahnung hatte, was Showbusiness bedeutet und was es bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen. Da habe ich unfassbar viel gelernt. Wahnsinnig viel über mich gelernt, auch gelernt, wie man es nicht macht. Und das fand ich ganz wichtig. Also Starmania war natürlich absolut prägend. Das war schon, also ich möchte behaupten und ich mag das eigentlich nicht, so, darüber nachzudenken, was wäre, wenn. Aber in diesem Fall, denke ich mir, wäre das nicht gewesen, wäre ich, denke ich, schon ein Stück weit ein anderer Mensch. Ja. Silas. Also mich würde auf jeden Fall interessieren, was du in Zukunft vorhast, sozusagen, was deine nächsten Steps sind, weil du hast ja jetzt ein neues Album rausgebracht und also was würdest du jetzt gerne künstlerisch weiterverfolgen? Ich möchte, also was ich machen darf, ist, dass ich mein Album auf der ganzen Welt promoten darf. Und das ist schon wirklich eine ganz, ganz große Sache. Darauf freue ich mich sehr. Das heißt, es sind viele Live-Auftritte und viele, es ist nicht wirklich eine Tour, aber es ist schon für mich irgendwie das Gefühl, ich darf von Land zu Land reisen und in kleineren bis mittelgroßen Lokalitäten spielen. Das freut mich sehr. Zudem liebe ich einfach alles andere, was ich machen darf, sei das jetzt ob Schauspiel oder Moderation oder Mode, das sind alles Dinge, die ich natürlich nicht fallen lasse, aber vorzugsweise werde ich mich jetzt auf mein Album konzentrieren und alles andere, was ich mitnehmen darf, nehme ich mit. Und vielleicht noch, um daran anzuschließen, ja. Weil du machst ja Drag, ja. Hast du vielleicht vor, ich kenne mich zwar nicht so gut aus in der Drag-Szene, aber ich habe mich ein bisschen damit befasst. Und in Amerika gibt es ja zum Beispiel RuPaul's Drag Race und so. Hast du vielleicht vor, in Europa in Richtung Drag vielleicht Mode zu entwerfen oder da einen kleinen Business zu starten? Oder? Ich würde wahrscheinlich keine Mode machen, die sich nur auf Drag Queens spezialisiert,
weil das wäre mir irgendwie ein bisschen zu ein. Ich will das, wenn ich eine Modelinie mache, dann will ich natürlich, dass alle Menschen meine Mode lieben. Aber da gibt es keine konkreten Pläne, aber schon natürlich die Vorstellung, dass ich das irgendwann mal machen darf. Also das definitiv, weil mir das ja auch Spaß macht und ich habe das gelernt. Somit denke ich schon und ich kenne mich gut genug, um zu wissen, dass ich das sagen kann, dass das irgendwann mal in irgendeiner Art und Weise passieren wird, aber wohl nicht in näherer Zukunft. Ich habe noch eine Frage, die Michaela Anderl gestellt hat und die sich wahrscheinlich auch viele andere Fans fragen. Du hast ja gesagt, dass du vor Rise Like a Phoenix einen ganz anderen Song ins Rennen schicken wolltest für den ESC 2014. Was ist aus dem Song geworden? Ist der vielleicht auf dem Album gelandet oder wird er mal auf einem Album landen? Danke André für diese tolle Frage. Es gab ein... Vor dem Song Contest gab es 5 Songs. Die waren fix und fertig und wir haben wirklich Wochen damit verbracht, uns zu überlegen, welcher ist der beste. Und es war 3 Wochen vor Abgabetermin, als ich Rise Like a Phoenix das erste Mal gehört habe. Das war der Moment, als ich alles über Bord geworfen habe und gesagt habe, das ist das Lied und das wird jetzt gemacht. Und aus diesen 5 Songs, die wir damals gemacht hatten, hat es einer tatsächlich aufs Album geschafft und das ist Pure. Eine wunderschöne Ballade, wie ich finde, die auch ein wunderschönes Lied gewesen wäre für den Song Contest, aber so jetzt auf dem Album ist und nicht auf der Song Contest. Vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, wir machen vielleicht noch eine ganz kurze Turbo-Runde, kurze Frage, kurze Antwort, weil wir schon langsam dann zum Ende kommen müssen. Kurze Antwort? Wir versuchen, dass wir eine Runde noch durchbekommen. Johanna, bitte. Moment mal, bei mir ist ein Fenster aufgepoppt. Ja, bei mir auch gerade. Bei mir auch. Silas Bombeck hat einen Schnappschuss geöffnet. Bitte lächeln. Oh Gott. Einfach einmal lächeln, raufdrücken. Und okay. Aber ich bin ja gar nicht mehr... Oh. Oh, sorry, ich glaube, ich habe gerade alles kaputt gemacht. Silas, du schickst uns dann den Schnappschuss, bitte. Okay. Oh Gott. So, Johanna, kurze Frage, kurze Antwort. Okay, du bekommst ja sicherlich auch sehr viel Post von deinen Fans, Briefen oder Geschenke. Hast du eigentlich Zeit, sie dir irgendwie anzusehen? Und wenn ja, welche Gefühle hast du dabei? Also Emotionen und alles. Also ja, es wird alles gesammelt in unserem Büro. Und es gibt immer Tage, an denen ich im Büro bin. Und an diesen Tagen schaue ich mir das an und lese mir das durch und schaue mir die Geschenke an. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich vorher gesagt habe. Mich überwältigt das immer so, dass man so viel Zeit in etwas investiert und das ist immer so wahnsinnig schön anfertigt, ob das nun Kalender sind oder Bücher oder sonst irgendwelche Gemälde, also ich freue mich immer sehr, sehr, sehr über Geschenke. Eine Turbo-Runde noch, wer hat eine schnelle Frage? Ich habe etwas für 2. Warte, bitte. Okay, ja, ich hab keine Frage, aber ich mag dir was zeigen. Das hat meine Klasse für dich gemalt. Wow. Alle? Ja. Nicht alle, also eine Person, aber wir haben alle. Vielen Dank, wer hat das gemacht? Die Anna. Was? Hast du es gemacht? Ja. Ja, zeig dich mal. Und du bist herzlich eingeladen, uns mal zu besuchen. Ja. Habt ihr Kaffee, dann komme ich. Ja, bitte, das ist sehr cool. Gut. Vielen Dank für das Bild. Dann sind wir somit leider wegen der Zeit, weil wir das nächste Hangout vorbereiten müssen, somit hier schon am Ende angelangt. Ich bin hiermit fertig und überlasse vielleicht noch Conchita kurz die Schlussworte. Vielen Dank für alle, die dabei waren. Dieses Video wird es auch auf YouTube geben und der Link wird dann natürlich auch gepostet. Vielen, vielen Dank, meine Lieben. Das ging jetzt wirklich zu schnell vorbei.
danke euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könnt den Tag genießen. Es ist heute kein Wochenende. Aber nichtsdestotrotz, habt einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns alle ganz bald. Danke, dass ihr dabei wart. Auch danke an alle, die live zugesehen haben. Und ja, macht's fein und so viele Hände. Ciao, habt tschüss. Einen tschüss. Ciao. Guten Tag. Ciao, danke. Ciao, ciao. 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 Ciao.